Die Wahlkämpfe der Grünen und der SPD für die Bundestagswahl 2025 gehen von folgendem Wirtschaftsszenario aus. Und zwar, dieses Jahr wird Deutschland schrumpfen, also ein Minuswachstum haben, aber kommendes Jahr wird Deutschland ein bisschen wachsen, und zwar um 1,1%. Das ist zumindest die Prognose von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und Robert Habeck sagt auch, dass ungefähr die Hälfte davon, also exakt 0,5% dieses Wachstum, werden zurückgehen auf die Wachstumsinitiative der Ampelregierung. Das heißt, im Grunde genommen wollen diese Ampelpolitiker, insbesondere die SPD und die Grünen, sagen, ja, es war tatsächlich sehr schwierig, wir hatten tatsächlich Minuswachstum, aber jetzt eben haben wir das Richtige getan, eben damit wieder Deutschland wettbewerbsfähig ist und sich auf dem Wachstumspfad befindet. Und das wollen sie natürlich im Wahlkampf sagen, das heißt kommendes Jahr. Und da hoffen die natürlich, dass dann ein bisschen Wachstum ist. Aber daraus wird nichts. Die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft hat gesagt, nein, das wird nicht passieren. Auch 2025 wird es keinen Wachstum geben. Es wird Wachstum exakt null geben. Und sie begründen das wirklich sehr eindrucksvoll. Also es gibt gar keine Chance, dass Deutschland wieder wächst, weil die Probleme, zum Teil die Politik selbst provoziert hat, sind schlicht und ergreifend zu groß. Gestern gab es zwei wichtige Wirtschaftstermine. Der eine war die Präsentation der deutschen Industrie- und Handelskammer mit den neuen Prognosen, eben 0% Wachstum. Und unmittelbar danach gab es ja diesen Gipfel zwischen diesen Leuten und Christian Lindner bzw. der Fraktion der FDP im Deutschen Bundestag. Und da kam eine ganze reine Flut von eben Daten und Zahlen und so weiter. Und die sind wirklich alle entsetzlich. Also wir müssen uns vorbereiten auf ein weiteres Jahr deutscher Misere im Wirtschaftssektor. Und was hat Herr Martin Wandsleben, der Chef der Deutschen Industrie- und Handelskammer, gestern gesagt? Ich werde hier aus der FAZ vorlesen und kommentieren. Er meinte, der Staat kann nicht hunderttausende Kunden ersetzen, die es braucht, um ein Werk auszulasten. Das sagte er zur Krise von Volkswagen. Es gibt ja manche, sagen, die sollen eben niemand entlassen. Es wird geredet, dass 30.000 Leute ungefähr entlassen werden. Drei Werke sollen geschlossen werden und andere Werke sollen reduziert werden, oder zumindest weniger arbeiten. Ja, und dann sagen die Politiker, nein, das sollte man nicht tun, man sollte eben eine Arbeitsplatzgarantie und so weiter geben und so weiter, was ja nicht geht. Ich meine, wenn die kein Geld haben, wenn die Verluste machen, wenn die keine Autos verkaufen, um das auf Deutsch zu sagen, ja, dann können die einfach nicht diese Arbeitsplätze erhalten. Ja, ganz einfach. Und was sagt Herr Wandsleben weiter? Zu den Klimazielen, Doppelpunkt, im Green Deal der EU steht, Europa soll der erste Kontinent sein, der klimaneutral wird. Da kann ich nur sagen, Streber haben keine Freunde auf dem Schulhof. Ja, das heißt, Deutschland will diesen Green Deal erfüllen, aber sogar früher als sogar die EU vorgibt. Und das, was die EU vorgibt, ist schon im Grunde genommen gar nicht erreichbar. Ja, und dann sagt er eben diesen Satz, Streber haben keine Freunde auf dem Schulhof. Und im Grunde genommen ist es noch schlimmer. Deutschland begeht Suizid, indem er versucht, eben der Klassenbeste zu sein. Deutschland zerstört sich selbst. Und natürlich alle anderen Länder in Europa sind inzwischen sauer, denn Deutschland ist nun mal die größte Wirtschaft in Europa. Das heißt, wenn es Deutschland schlecht geht, haben natürlich die anderen auch Probleme. Nicht alle, einige haben sogar einen gewissen Gewinn, wir werden das gleich sehen. Ja, aber insgesamt wird natürlich weniger konsumiert, wird weniger investiert und das überträgt sich natürlich auch auf andere Länder. Und Sie sehen, die ganzen Daten, die er hier präsentiert, sind wirklich gravierend. Also es kann kein Wachstum geben und damit wird diese ganze Idee der SPD und der Grünen wegen des Wahlkampfes zu sagen, seht, wie toll wir sind, das wird nicht funktionieren. Und sie rechnen fest damit. Ja, die SPD bereitet einen Verteilungswachstum. Das heißt, sie sagen, wir müssen die Steuern von fast allen Leuten senken, aber nur die Reichen müssen wir ganz stark belasten. Ja, und damit werden wir viel mehr investieren können. Und Robert Habeck will eine planwirtschaftlich geleitete Investitionsinitiative durchführen, habe ich ja schon kommentiert, ja, mit Investitionsrabatten um 10%, das wird dann von der Steuer abgesetzt und so weiter und so fort, das kann er alles gar nicht finanzieren, das würde ungefähr, das haben einige Wirtschaftsverbände ausgerechnet, er müsste dafür 400 Milliarden Euro parat haben. Ich meine, diese Bundesregierung, aus allen guten Geistern verlassen. Ich meine, sie haben einfach das Geld gar nicht, das geht gar nicht. Und außerdem noch ist das so sozialistisch, dass es sowieso nicht funktionieren kann. Aber ich werde hier weiterlesen. Das Ganze ist wirklich unglaublich, was hier auf uns zukommt. Und zwar,
Das ist jetzt alles dieser Bericht der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Die Investitionen der Unternehmen liegen der Umfrage, und das sind 25.000 Unternehmer, zufolge immer noch deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Der Export dürfte 2024 und 2025 stagnieren. Ja? Und Deutschland ist eine Exportnation. Das heißt, wenn Deutschland nicht mehr exportiert, wird Deutschland auch nicht mehr wachsen. Das geht nicht. Allenfalls, der private Konsum könnte leicht anziehen. Insgesamt fällt der Ausblick für das kommende Jahr vernichtend aus. Zitat: Für 2025 geben es unsere Zahlen nicht her, optimistisch zu werden. Im Gegenteil, an manchen Stellen lassen die Rückmeldungen der Unternehmen befürchten, dass es noch schlechter kommen könnte, so Wandsleben, also der Chef der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Ja, und der gibt ein paar Daten hier, ein paar Fakten einfach. Ja, also es kann nicht besser werden und Sie werden sehen, warum. Ein wenig erfreulicher Ausblick kam am Dienstag von der Unternehmensberatung Deloitte. Sie hat 185 Finanzvorstände deutscher Großunternehmen nach ihren Investitionsplänen gefragt. Ja? Das heißt, wie wollen diese Leute investieren? Ja? Wo wollen sie investieren? Was haben sie gedacht zu machen? Ja, und da entstehen ja Arbeitsplätze, da entsteht Dynamik und so weiter durch diese Investition. Deshalb reden auch die ganzen Politiker und Wirtschaftsleute und so weiter, ja, wir müssen mehr investieren und so weiter, Infrastruktur und so weiter und so fort, weil da kommt eben, ja, Wachstum ganz einfach her. Ja? Und was sagt diese Unternehmensberatung? Wenig überraschend wollen sie in Zukunft mehr Geld im Ausland investieren. Und das sind Entscheidungen, die jetzt schon getroffen werden. Wir reden jetzt noch, was in 5 Jahren passieren wird. Nein, wir reden von heute. Heute ist der 30. Oktober. Und diese Leute sagen, was sie im nächsten Jahr zu gedenken tun. Ja? Und wir reden ja von riesige Beträge Geld, ja, Milliarden. Also das ist jetzt nicht, das sind nicht irgendwie Entscheidungen, die man ganz kurzfristig trifft. Das heißt, es ist, die haben sich schon dazu entschlossen, im Ausland zu investieren, weil Deutschland schlicht und ergreifend zu teuer ist. Ja, also ins Ausland, während aktuell noch eine deutliche Mehrheit der befragten 82 ihren Investitionsschwerpunkt in Deutschland sieht, erwarten das in 5 Jahren nur noch 63%. Das heißt, die Tendenz ist eben auszuwandern aus Deutschland. Dazu passt, und das ist wirklich unglaublich, das ist interessant, weil das diese ganze Debatte um die Krise von Volkswagen betrifft. Ja. Das heißt, Volkswagen plant das genauso. Ja? Das heißt, die wollen weiterhin auf diese Elektromobilität setzen, aber nicht in Deutschland produzieren, sondern im Ausland. Und zwar dazu passt, dass Volkswagen schon sein angekündigtes günstigeres Elektroauto, der ID.2, der um die 25.000 Euro kosten soll, nicht in Deutschland mit seinen hohen Lohn- und Energiekosten fertigen will, sondern im spanischen Seat-Werk. Seat gehört Volkswagen. Für den noch günstigeren ID.1, Zielmarke 20.000 Euro, gelten Werke des Konzerns in Portugal, Polen oder Tschechien als Favoriten. Das heißt, schon Volkswagen, die wollen sich natürlich sanieren, ja, sie wollen natürlich wieder Gewinne machen und so weiter, aber Teil dieser Strategie, um das Unternehmen zu sanieren, ist eben nicht mehr in Deutschland zu produzieren. Das heißt, es ist völlig klar, dass die Werke schließen werden, ja, und viele Leute entlassen werden. Und sie werden eben woanders produzieren, weil dort die Leute nicht so, ja, bescheuert sind, wie unsere Wirtschaftsleute in der Ampelregierung, ganz einfach. Auch gestern, auch Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, hat gestern eine Art Gipfel gehabt, aber er wurde so kritisiert, dass er nichts darüber gesagt habe. Das heißt, die haben das völlig geheimnisvoll gehalten. Es gab keine Presseerklärung danach, es gab überhaupt nichts. Ja. Es war ein völliges Fiasko. Ja. Ich lese ganz kurz, was die FAZ dazu geschrieben hat und dann ende ich dieses Video, damit das nicht zu lang wird. Und zwar, also wie gesagt, das war ein Fiasko, es prasselte Kritik. Das Kanzleramt, offenbar überrascht von den vielen negativen Reaktionen auf die Veranstaltung von Scholz, bemühte sich zuletzt, die Bedeutung der Gesprächsrunde herunterzuspielen. Keine Fotos. Er wollte ja an sich ein PR-Gag machen. Das war ja reiner Wahlkampf, was er gemacht hat. Es ist völlig nach hinten losgegangen. Keine Fotos, keine Pressestatements und die Beschwichtigung, es sollten weitere Treffen folgen. Ja, dann womöglich mit den zuständigen Ministern und mittelständischen Verbänden. Weil die FDP hat ja genau das moniert. Er sagt, ja, wir müssen uns auch doch mit dem Mittelstand unterhalten und so weiter.
Das ist ungefähr 3/4 der deutschen Wirtschaft, ja, ist Mittelstand. Und Scholz interessiert sich nicht dafür. Und aus der Demo wurde er massiv kritisiert, dass er den Wirtschaftsminister, also Herrn Robert Habeck, und auch den Finanzminister, Herrn Christian Lindner, nicht eingeladen hat. Also Sie sehen, diese Regierung ist eine Katastrophe. Also ich meine, also schlimmer geht's nicht. Also ich sage mal so, ich habe auch im Ausland relativ oft gelebt und sehr lange, 4 Jahre und so weiter, Südamerika und so weiter. Also so etwas habe ich ehrlich gesagt selbst dort nicht gesehen. Also selbst dort ist mehr Fachwissen. Das ist das Problematische dort, ist, dass es, ja, die Unternehmensstruktur irgendwie kompliziert ist und so weiter. Und deshalb am Ende entsteht eine sehr linke Politik. Aber das, was wir hier sehen, ist ungefähr vergleichbar mit Argentinien vor Milei. Milei unternimmt jetzt die richtigen Reformen und er bringt sein Land auf Wachstumskurs. Und zwar, weil er den Unternehmen eben Freiheit gibt. Ja, er vertraut den Unternehmen, er hat die Inflation gesenkt. Es gibt wieder Investitionen und so weiter. Also diese ganzen Leute sollen nach Argentinien gehen, sich mit Herrn Milei, Präsident Milei, unterhalten, und die sollten das in Deutschland. Aber sie machen das, was die Vorgängerregierung macht, diese Kirchner-Ehepaar, also fürchterliche Sozialisten, ja, und sie haben das Land völlig ruiniert. Wir befinden uns genau in diese Richtung, ja. Hoffentlich werden wir irgendwann mal auch die Kurve kriegen und eben so jemand wie Milei an der Regierung haben, der eben tatsächlich etwas Vernünftiges macht und nicht das, was hier Robert Habeck und seine ganzen Konsorten vorschlagen. Ja, das, was von den Grünen zurzeit kommt, aber auch von der SPD, von Leuten wie Matthias Mirsch und so weiter, ist absolut katastrophal. Das heißt, wenn die CDU am Ende um eine Koalition machen muss mit diesen Leuten, ja, und sie setzen sich ja zu 50% durch, ja, dann ist es aus mit Deutschland. Dann werden wir wirklich, ja, zum Entwicklungsland werden.